Alles, was jetzt unter 5 Punkten ist, wird neu geladen. 5. Ja, schön. Hätten wir das auch geklärt. Können wir hier raus? Nee, müssen wir da oder da zurück. Schauen wir erstmal da lang. Da geht's zur Brücke. Und wir können nicht durch. Es könnte nicht greller sein, würde die Sonne selbst die Brücke bewachen. Das hat er gerade gesagt, ohne die Lippen zu bewegen. Das ist auch eine Kunst. Also dadurch. Und zu dieser Palisade hier. Da müssen wir aber noch weiter hier rum und dann wahrscheinlich gleich rechts. Mal gucken, ob wir da auch gleich zurückgedrängt werden von irgendeinem grellen Licht. Nö, schaut gut aus. Und wir haben einen neuen Dungeon. Schön, schön. Was ist das denn? Ist das ein Drache mit einem Edelstein in der Hand? Oh, da zuckt noch jemand. Kann ich etwas für euch tun? Schnell! Ihr müsst diesen Ort verlassen! Niemand kann mir etwas für uns tun. Für uns? Ah, er hat hier eine Rüstung an. Vielleicht gehört er zu den Paladinen da draußen. Oder was auch immer das waren, diese Ritter. Ich dachte, an diesem Ort würde schon lange nicht mehr gekämpft. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Sie wollten Hilfe holen. Ruht euch aus. Ihr habt getan, was ihr konntet. Ich möchte gerne schlafen. Für immer schlafen. Sie können euch nichts mehr anhaben, mein Freund. Ihr müsst von hier fort, bevor sie auch euch töten. Nee, das können wir leider nicht. Aber was ist das da für eine riesige Hand? Also seines ist bestimmt nicht, denn er hat rotes Blut und das hier ist irgendwie blau. Also ja, das Zeichen hier verspricht einen Drachen und die Hand verspricht irgendwelche Riesen. Elixier des Monsterentdeckens. Ist nur ein recht unwichtiger Trank. Also benutzen wir ihn gleich mal, um zu schauen, was hier so alles rumschwirrt. Oh, warum sind manche von denen ganz normal grün und andere haben so ein weißes Dingens in den Ecken? War doch recht dicht gedrängt, vor allem hier. Und wie kriegen wir dich auf? Ah, neue Art von Schaltern, okay. Was grunzen und wieder ein Waffenschrank, den man nicht benutzen kann. Schade. Diese Waffen sehen alt und nutzlos aus. Ja, doch. Soweit noch kein Gegner. Das ist nicht meine Tastatur. Das habe ich vorher getestet. Ja, hier ist auch wieder alles okay. Ich gehe mal testweise wieder in die Mitte und guck, was passiert. Schön. Also es gibt wirklich Stellen im Spiel, wo einfach die Bewegung durchdreht. Dachte schon, was ist denn da los? Ich bin extra offline gegangen, also aus dem Spiel raus. Wow. Ja, die sind ziemlich groß. Na komm, stirb, ich will weiterreden. Halt schon mal gut was aus. Coole Animation beim Sterben. Also ja, ich bin längst aus dem Spiel raus, habe das bei anderen Anwendungen getestet, ob die Tastatur in Ordnung ist, habe sie durchgesaugt und alles. Und dann passiert das jetzt schon wieder, das war ein wenig irritierend. Oh, die sprechen ja. Okay, sehen ja auch ziemlich gut aus. Oh, der starb schnell. Was ist das da? Achso. Es kann nur einen geben, wie geil. Und es ist auch noch ein Schotte. Wie cool. Ja, der Highlander. Das war noch lustig. Also, der erste Film und danach ging es langsam bergab. Aber schön, die scheinen hier anfällig gegen Schwerter zu sein und das haben wir recht hoch ausgeskillt. Dass sie dadurch kein Copyright verletzen. Aber, na gut. Und wir sind schwach und unbeweglich. Ah.
sollten echt mal unser Inventar ausmisten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen und nicht nur, wie oft wir angreifen. Aber ich will die Sachen nicht wegschmeißen. Es sind so viele schöne magische Sachen dabei. Na okay, ein paar von den Ketten könnten wir wohl wegschmeißen. Aber die sind magisch. Die Tröte brauchen wir bestimmt auch noch. Ja, die leere Kiste hier könnten wir eigentlich... Wie viel wiegt die? 2 Kilo. Oh, wir sind überladen. Ja, das sind genau 2 Kilo. Okay, wir schmeißen jetzt die Kiste da weg. Und was haben wir hier noch? Nix. Und du wiegst 1 Kilo. Die Kiste wiegt 6 Kilo. Da ist auch was drin. Das zählt bestimmt mit, wenn die Programmierer einigermaßen fix waren. Also holen wir mal alles raus. 2 Kilo. Gut. Die Kiste schmeißen wir jetzt auch weg. Und benutzen nur noch die Beutel. Dann ist das Inventar auch wieder ein bisschen übersichtlicher. Jetzt müssen wir uns nur noch aussuchen, was in welchen Beutel kommt. Also das waren Waffen. Das waren magische Gegenstände. Oh, das ist richtig voll. Der kann übrigens dahin, der da und du da, du da. Gegengift. Gegengift da. Die Heiltränke und Mana-Tränke lassen wir mal draußen, die brauchen wir eh noch. Der Helm, auch wenn er stylisch ist und zu der Rüstung passt, der ist schlechter als die Mütze. Also bleibst du auch hier liegen. Und schon haben wir 3 Kilo mehr gespart. Super. Wiegst du eigentlich am meisten? Ja, 42 Kilo an magischen Gegenständen. Das ist doch mal eine Leistung. Zumal die auch nicht wirklich viel bringen. Also jedenfalls bei ein paar Monstern, weil die halt durch diese Zeitsperre, die die Zauber eigentlich haben sollten, gar nicht beeinflusst werden. Aber na gut, wir sind nicht mehr überladen, das ist das Wichtigste. Schauen wir uns hier mal weiter um. Und dahinter ist ein Dingens. Kann man da was lang werfen? Ne, unseren Speer wollen wir nicht werfen. Auch wenn das bestimmt stylisch wäre. So aller 300, aber... können wir nicht durchwerfen. Na gut, dann müssen wir wohl den Weg drumherum finden. Juhu, Druckplattenrätsel. Aber so... Oh oh. Aber so richtig wollte ich sagen, aber das sind nur 2 oder 3 Reihen von Druckplatten, nicht der ganze Raum. Und die scheinen die Fallen auszulösen, denn die Fäuste kamen nur angeflogen, als wir raufgestanden sind und nicht durchgehend. Also laufen wir einfach mal hier lang. Aber ja, wir treffen merkbar besser. Jetzt, wo wir ja 4 oder 5 Minuten drauf haben. Na ja, gut, ja auch langsam Zeit. Es kann nicht sein, dass man so viel daran investiert und es fast gar nichts bringt. So, Schlüssel. Ein Elfenbein-Löwenschlüssel. Ist ja richtig dekadent. So, hier ist noch eine Druckplatte. Kriegen wir wahrscheinlich eine Faust ins Gesicht. Oder auch nicht, aber sonst ist hier gar nichts. Ein Stein. Ja. Nein, das klang jetzt gerade kein bisschen panisch. Aber es ist echt komisch, dass jeder Dungeon, jedes Schiff und alles mögliche Steine immer hat. Was? Boah. Vor allem so eine riesen Dinger. Und dadurch, dass wir ihn jetzt aufgehalten haben, ist sein Weg noch kürzer geworden. Na komm. Die wollen mich doch alle ärgern. Ihr werdet euch meinen Kopf nicht nehmen. Deinen Kopf? Ja, ist echt eine Highlander-Anspielung. So, komm mal her. Das tut weh, ja? Ja, ich kenne deinen Schmerz. Ah, der andere kommt gar nicht. Du da? Komm mal her. Bonk, bonk, bonk. Ja, sind die Steine doch für was nütze. So. Nicht, dass wir wirklich Probleme mit den Gegnern hätten, aber es befriedigt mich irgendwie zu sehen, dass auch andere unter den Steinen leiden. So. Aber euch nutzen wir nicht ganz hin. Euch bringen wir einfach um. Sean Connery fand ich übrigens in dem ersten Film richtig cool. Ich glaube im zweiten war er auch oder was andersrum. Egal, Sean Connery ist cool. Und vor allem in der Rolle.
Ein Schlüssel in Form einer vertrockneten Hand. Okay. 2 Kilo. Muss eine ganz schön große Hand gewesen sein. Noch ein Lebenspunktetrank. Oh, schön, schön. Und Mana-Trank und das war's. Na gut, dann speichern wir nochmal ab. Oh, die Krake. Mal gucken, ob wir die nochmal wieder treffen. So, und wie immer, alles unter 5 wird neu geladen. 6. Oh, wenigstens einen Punkt mehr als letztes Mal. Ja, das mit diesen random Sachen ist ja schön und gut, aber wenn ein Spiel recht knackig ist, ist das schon ärgerlich, wenn man nicht so hohe Punktzahlen da bekommt. Das ist mir auch bei Eye of the Beholder aufgefallen. Wenn man das wirklich hardcore rollenspielmäßig durchzieht, dann kann man am Ende eine richtig schlechte Gruppe haben. Und die übernimmt man ja auch in den zweiten Teil und die dann in den dritten. Und dann schafft man ja gar nichts mehr. So, wo sind unsere Steine? Haben wir überhaupt noch Steine? Bestimmt in dem Waffensack. Genau. Also wir wollten ja erst den Sacktest machen, bevor wir da immer so viel draufsetzen. Nö, geht nicht. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und du kannst gleich wieder da rein. Du übrigens auch. Oh, wir haben 2 Speere. Speer mit breiter Klinge. Och, der ist noch aus der Burg. Und wir haben ja 9 Speer, also kann der auch weg. Ein bisschen ausmisten tut immer gut. Wollen wir da einen Block draufsetzen? Ja, gucken wir erstmal, was es noch so alles gibt. Wir müssen ja nicht unnötig unsere Ressourcen verschwenden. Auch wenn wir noch 4 oder so von diesen Blockdingern haben. Irgendwie will ich da jetzt nicht ganz schnell rein und da langlaufen, weil wenn da eine Sackgasse ist, was es wahrscheinlich ist, sonst würde der Stein nicht zurückkommen, sind wir tot. Okay, ich stelle mich jetzt da gleich rein, wenn der Stein da ist, drehe mich um, lass mich 2-3 Mal vom Stein treffen, guck, ob es da weitergeht und wenn nicht, gehe ich da lang. Ja, da wären wir tot gewesen. Hier wahrscheinlich genauso, ich teste es trotzdem mal ganz kurz. Jo. Oh. Aber wir wollen ja gründlich sein. Und da muss sowas sein. Obwohl, wir hatten noch auch so einen Gegenstand, der die Zeit anhält, oder? Ja, nee, aber so einen magischen Gegenstand verschwenden, nur wenn man ein paar Lebenspunkte nicht verlieren will. Nee, nee. Das regenerieren wir gleich hoch und dann ist gut. Gucken wir kurz. Wir können noch. Da ist ein Block. Wir können noch hier rum, da lang und hier überall auch noch lang. Also ja, wir haben noch schön viel zu entdecken. Noch irgendwo ein Highlander? Ihr werdet euch meinen Kopf nicht nehmen. Nee, wir wollen deinen Kopf auch gar nicht. Wir wollen nur, dass du aus dem Weg gehst, weil wir zur Truhe wollen. Obwohl, was genau wollen wir aus der Truhe eigentlich? Bevor wir sie aufmachen, gucken wir mal, was auf unsere Wunschliste könnte. Auf unsere Wunschliste kommen permanente Heiltränke, also Lebenstränke, eine Rüstung, die keine Muscheln dran hat, ein Hut, der nicht dreieckig ist und jede Menge Heiltränke. Das ist kein Heiltrank. Das ist quasi ein Heiltrank. Das ist kein Heiltrank. Na gut, hätten wir das auch geklärt. Und ich höre was grunzen. Schon komisch, dass diese Highlander so grunzartige Geräusche machen. Aber na gut. Sie machen grunzartige Geräusche und schreien wie Mädchen. Das ist, ja, komisch. Es kann nur einen geben. Oh, da war ein Altar. Aber ein Mana-Altar. Nee, nee, nee. Ich mach gleich wieder eine Pause und melde mich dann wieder, wenn wir hochgeheilt sind. Na, den Kerl hier. So, also bis gleich.